So. Jack Sulp hatte indirekt oder direkt mit Syphilis zu tun. Mhm. Nein, der nicht. Weg, der. Noch dreimal. Nein, nein, nein. Jack the Ripper, der Whitechapel-Mörder ist arm. Wird er als arm angesehen? Jawohl. Der Whitechapel-Mörder ist oder war Metzger? Achso, nee. Moment. Jack the Ripper hat mit der jüdischen Gemeinde eine Rechnung offen. Jack the Ripper ist ein kräftiger Mann. Jack the Ripper ist Rechtshänder? Nein. Jack the Ripper hat direkt oder indirekt mit Syphilis zu tun. Der Whitechapel-Mörder ist arm. Der Whitechapel-Mörder ist der. Jack the Ripper hat mit der jüdischen Gemeinde eine Rechnung offen. Der Mörder hat blondes Haar und einen Oberlippenbart. Der hier blondes Haar? Nein. Blondes Haar, 20 Jahre. Der Mörder trägt Arbeiterkleidung. Jack the Ripper wohnt in der Gegend um die Aldergate Station. Whitechapel-Mörder ist oder war Metzger? Nein. Der Whitechapel-Mörder ist arm. Da, das fehlt auch noch. Jack the Ripper hat direkt oder indirekt mit Syphilis zu tun, da hat er nichts mit zu tun, er auch nicht, er auch nicht. Der Whitechapel-Mörder ist arm. Nein. So, der Whitechapel-Mörder ist arm. Der Whitechapel-Mörder ist oder war Metzger? So, setzen Sie das Bild an, wer Jack the Ripper ist. Voila. Na bitte, Watson. Jacob Levy, Jack the Ripper. Unglaublich, Holmes. Und nicht weniger entsetzlich. Einige Gesichtspunkte dieses Falles sind jedoch noch unklar, zumindest mir. Zum Beispiel, Watson? Warum tötet der Mann nur Prostituierte? Ich hoffe, er hat es auf Prostituierte abgesehen, weil er sie für sein erbärmliches Leben verantwortlich macht. Er muss sie früher regelmäßig aufgesucht und sich bei diesen nächtlichen Besuchen mit Syphilis infiziert haben. Irgendwann hat er seine Ehefrau angesteckt. Und schließlich ist der Erreger über sie an mindestens eines ihrer Kinder übertragen worden. Er ist ein verbitterter Mensch, der sich für einen selbstverschuldeten Fehler rächen will, der nicht wieder gut zu machen ist. Warum tötet er nur solch kümmerliche Prostituierte? Er hatte nicht die finanziellen Mittel, um besser gestellte Prostituierte als Polly Nichols, Annie Chapman und die anderen Opfer aufzusuchen. Einmal sah er sich sogar gezwungen zu stehlen, um über die Runden zu kommen. Für diese Unbesonnenheit musste er einen hohen Preis bezahlen. Er kam ins Gefängnis und wurde von seiner Gemeinde verstoßen. Er musste also drittklassige Prostituierte aufsuchen und hat sich dabei mit Syphilis angesteckt. Und sie sind es, die dafür bezahlen müssen. Aber warum hat er die Organe entnommen? Um sich an seiner Gemeinde zu rächen, die ihn verstoßen hat und deren Mitglieder erfolgreicher sind als er. Wegen seiner Zeit im Gefängnis war er stark benachteiligt. Er hatte von nun an den Ruf eines Diebes und Verrückten. Und so nahm er auf die hinterhältigste und schrecklichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, Rache. Er rieb sein Fleischermesser an der Gebärmutter einer kranken Prostituierten ab, bevor er es in der Metzgerei benutzte. Und die Niere von Catherine Eddowes
verkaufte er als Kalbsniere. Warum hat er die Gesichter der letzten beiden Opfer verstümmelt? Erneut war Rache das Motiv, Watson. Was ihr meinem Kind angetan habt, müsst ihr nun ebenfalls erleiden. Und warum das Stück der Schürze und die Kreidenachricht in der Goldston Street? Es gibt nur einen Grund dafür, dass er das Stück der Schürze dort abgelegt hat und sich damit nicht nur als Verfasser der Kreidenachricht zu erkennen gegeben hat, sondern auch unnötig Aufsehen erregt hat. Er macht die Leute, die in diesem Gebäude wohnen, für seine Verhaftung verantwortlich. Die Metzgerei, die er bestohlen hat, befindet sich ebenfalls in der Goldston Street. Und die meisten Metzger, die ihn beschuldigt haben, leben mit Sicherheit in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Aber warum ist seiner Frau oder seinem Umfeld nie etwas aufgefallen? Seine Frau hat viele Kinder, die mit Sicherheit all ihre Aufmerksamkeit erfordern. Der Mann arbeitet als Metzger, was ihm bei Befragungen durch die Polizisten auf der Straße zugutekommt. Er kann damit die blutverschmierte Kleidung rechtfertigen. Zudem arbeiten Metzger häufig in der Nacht, weil das Fleisch am nächsten Morgen frisch verkauft werden muss. Er hat mit seiner nächtlichen Abwesenheit keinen Verdacht erregt. Und da er in einer Metzgerei oder einem Schlachthof arbeitet, war es für ihn einfach, seinen Plan mit der Niere umzusetzen und ein Messer mit menschlichem Blut zu benutzen. Diese Geschichte ist schockierend, Holmes. In der Tat, Watson. Lügen, Untreue, eine Geschlechtskrankheit, Mord, Verstümmelung und schließlich Kannibalismus. Dieser Fall lässt keine der Abscheulichkeiten aus, zu denen die niederträchtigsten Menschen fähig sind. Wir müssen sofort nach Whitechapel und dafür sorgen, dass dieser Wahnsinnige dorthin kommt, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, Holmes. Ja, Watson. So, ich hoffe, es ist echt nicht asynchron. Oh, wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ah! Ich kann steuern, okay. Holmes ist nicht alleine. Ja, ich speichere dann jetzt nochmal eben ab. Falls es nämlich Async sein sollte, nehme ich einfach ab hier nochmal neu auf. Ja. 2 Minuten wäre jetzt uns wieder ein Schnitt fällig. Aber ich glaube mal, ich lasse es jetzt durchlaufen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hoffentlich hindern uns diese Männer nicht daran, hineinzugehen. Ich werde hineingehen, Watson. Aber Ihre Reise endet heute Nacht hier. Entschuldigung? Sie sind bisweilen etwas hitzköpfig. Außerdem muss Ihnen Mr. Solomonowitsch einiges erklären. Ich werde drinnen nicht lange brauchen. Entschuldigung? Ach. Sie können hineingehen, Mr. Holmes. Er wartet dort auf Sie. Wir haben alles in die Wege geleitet, so wie Sie es gesagt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Später, später. Wir schulden Dr. Watson eine Erklärung. Kümmern Sie sich darum.
Guten Tag, Watson. Holmes, wissen Sie überhaupt, was Sie da getan haben? Ich denke ja, Watson. Sie haben diesen blutrünstigen Verrückten nicht der Polizei übergeben? Was für eine Torheit! Die Polizei wird ihren gesuchten Verbrecher nie finden. Aber die verstärkte Polizeipräsenz in dieser Gegend wird indirekt positive Auswirkungen auf die hiesige Kriminalitätsrate haben. Aber Holmes, ich muss protestieren. Der Gerechtigkeit wurde nicht Genüge getan. Und wir tragen daran eine Mitschuld. Gerechtigkeit? Ich handle nicht im Dienste der Gerechtigkeit, Watson, sondern im Dienste der Wahrheit. Im Übrigen diene ich auch meinem Land. Und ich glaube nicht, dass ich ihm jemals einen besseren Dienst erwiesen habe als gestern Abend. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn nach Monaten des Schreckens und einem fürchterlichen Mord wie dem in der Dorset Street ein Mann jüdischen Glaubens, ein Arbeiter, ein Familienvater, der Öffentlichkeit als Täter präsentiert worden wäre. Ein Mann, der zu verantworten hat, dass Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft Menschenfleisch gegessen haben. Die Spannungen, die daraus erwachsen wären, hätten sich in unzähligen antisemitischen Verbrechen entladen, die Whitechapel in ein Chaos aus Feuer und Blut gestürzt hätten. Und die Familie dieses Mannes, die völlig unschuldig ist und mehr gelitten hat als die Bewohner von Whitechapel, wäre als erstes in die Schusslinie geraten. Sollen wir eine ganze Glaubensgemeinschaft in große Gefahr bringen, weil eines ihrer Mitglieder unaussprechliche Verbrechen begangen hat? Weder Sie noch ich haben das Recht, so zu handeln. Jacob Levy, Jack the Ripper, ist nun in den Händen seiner eigenen Leute. Ich habe großes Vertrauen in Mr. Solomonowitsch und die anderen Mitglieder seiner Gemeinde, die uns, ich möchte Sie daran erinnern, couragiert geholfen haben. Sie haben große Risiken auf sich genommen und mit äußerster Diskretion gehandelt. Ach ja, es versteht sich von selbst, dass Sie diese Untersuchung nicht schriftlich festhalten dürfen. Erfinden Sie stattdessen lieber eine Geschichte, in der wir diese finstere Zeit weit weg von London verbringen. Und zwar, lassen Sie mich überlegen, es muss anspruchsvoll sein, auf der Suche nach einem mysteriösen Hund, der in der Nacht leuchtet. Seien Sie nicht albern, Holmes. Wie geht es weiter? Für die Polizei ist dieser vermeintlich ungelöste Fall eine herbe Niederlage, die ihre Glaubwürdigkeit ernsthaft in Frage stellen wird. Und dieser Mann? Nun, wenn erst einmal einige Monate ins Land gezogen sind und die Polizei erkennt, dass sie in eine Sackgasse geraten ist, wird sie sich eine Geschichte einfallen lassen. Und jeder wird vermuten, dass die Polizei die geheime Identität des Mörders kennt und aus irgendwelchen Gründen nicht preisgeben darf. Jacob Levy, Jack the Ripper, wird von seinen eigenen Leuten festgehalten. Er wird bis zum Ende seiner Tage wie ein Löwe in seinem Käfig auf und ab gehen, verfolgt von den Erinnerungen an seine Verbrechen und seinen unstillbaren Rachegelüsten. Bis ihn schließlich die Krankheit, die ihn dazu veranlasst hat, diese armen Frauen zu töten, als letztes Opfer einfordern wird. Der Mord an Mary Jane Kelly war das letzte Verbrechen von Jack the Ripper. Am 29. Juli 1991 starb Jacob Levy an einer Lähmung verursacht durch Syphilis. Im selben Jahr wurde die Akte von der Polizei ohne Begründung geschlossen. Für die Öffentlichkeit blieb dieser mysteriöse Fall ungelöst. Der Schatten von Jack the Ripper wird für immer in den dunklen Gassen von Whitechapel umherstreifen. Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Ja, am Ende machen die jetzt bla bla hier, danke fürs Spielen und Vorstellen und wer das alles gemacht hat und so. Und am Ende sagen die, dass sie keinen Echtheitsanspruch darauf erheben, dass das alles so ist, wie die sagen, sondern deren Interpretation ist. Ja, aber das braucht ihr euch ja nicht mehr ansehen. Das war's also mit Let's Play Against Sherlock Holmes, Jack the Ripper.
Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe oft in großen Blöcken hintereinander in 10-Minuten-Abschnitten aufgenommen. Oder 11 Minuten, 12 Minuten, 13. Jetzt sind sogar, glaube ich, fast 20. 4 Minuten sind 20 Minuten. Gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich lade ja parallel hierzu noch Sherlock Holmes und die Spur der Erwachten rauf. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt zu dem Zeitpunkt bin. Ich habe gerade eben 6 Parts fertig. Und bin noch ganz am Anfang des Spiels und ich bin schon mal in einigen Stellen verzweifelt. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Sherlock Holmes wieder. Bis dahin.